könnte klappen. Warten wir einfach mal ab. Was eigentlich mit Transport Fever? Kommt das heute oder eher nicht? Heute nicht wahrscheinlich, Lennart. Heute nicht. Morgen aber. Wow, 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 das ist zu knapp. Das ist zu knapp, aber es klappt! Es klappt! Geil. Wie kommt man schnell in Kampfraum hoch? Rebex, da musst du kämpfen. Tatsächlich. Nee, es klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so. Kämpfe einfach. Geh in Kampfgebiete, beziehungsweise in Abbaugebiete, gehe ich gerne. Weil da kannst du es, also wenn du irgendeinen planetaren Gasriesen oder sowas anfliegst, findest du immer irgendein Abbaugebiet. Und da gehst du am besten in irgendeins rein, das nicht extrem gefährlich ist. Vor allem, wenn dein Schiff nicht extrem geil ist. Und dann klopfst du dich da halt einfach mit Piraten. Kann man machen, ist eine coole Idee. Geht auch ganz gut soweit, finde ich. Aber du musst halt letzten Endes, um den Kampfrang hochzukriegen, kämpfen. In rauen Mengen am besten. Wobei, da kann ein gutes Schiff, gutes günstiges Schiff, Xenojagd recht gut gehen. Ja, saugefährlich, genau. Da ist das Problem, je nachdem, was man kann, ne? So. Wir schaffen unser Ziel heute noch. Das finde ich nämlich sehr geil. Außer wir finden jetzt 200 Wasserwelten, dann wird's eng. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ach ja. Ja, das genau. Also Sine, das ist nämlich genau das Problem. Du schießt, während du auf einen Piraten schießt, fliegt dir irgendein Polizist in deine Schussbahn rein und du schießt ihn an und wirst von jetzt auf gleich zum Piraten. Und dann schießt alles, was um dich rumfliegt, was vorher mit dir auf den Piraten geballert hat, schießt dann auch auf dich. Das ist so dumm manchmal. Weil es halt wirklich ein Versehen ist teilweise. Ich meine, dass man... Die waren früher noch viel schärfer eingestellt, als es heute sind. Aber das ist mir nach wie vor auch immer zu heiß gewesen. 22 Himmelskörper. Alle... Wasserwelt, wo bist du? Da oben irgendwo. Da schaut's gut aus. Aber ist es nicht? Irgendwo hier muss es sein. Da ist er. Von Sulda zuerst entdeckt. Okay. Die nehmen wir uns natürlich mit. Wie gesagt, eine Wasserwelt, die darf's mal sein. 163 Lichtsekunden ist auch tatsächlich nicht weit weg. Die nehmen wir uns mal kurz zum Wegsnacken. Was ist an einer Wasserwelt denn so besonders? Ne, Niklas, Wasser ist erstmal lebensfähig. Das ist schon mal gut. Ja. Und auf der anderen Seite sind diese Art von Welten meistens sehr, sehr gut bezahlt. Weil du kriegst für Scan-Daten, also wenn du jetzt erstmal eine Wasserwelt überhaupt A findest, B, wenn du dann auch noch zusätzlich diese Daten, planetare Daten ablieferst, kriegst du einfach viel Geld. Das ist ganz nett, um so eine Forschungsreise halt auch sinnvoll gestalten zu können. Ich persönlich mag das Geld ganz gerne in etwas größeres Forschungsschiff investieren. Das ist mein Plan. Deswegen nehme ich Wasserwelten, erdähnliche und Ammoniakwelten oder rein terraformierbare Welten ganz gerne mal mit. Schön aus, die Welt, muss man sagen. Eine hübsche. So, wir sind sehr schnell. Das ist natürlich ein Schaden für uns. Aber nicht für dieses Foto. Ja, schönes Foto, ha? Und das ist auch ein hübsches Bild eigentlich, ne? Auch hübsch. Du kannst so tolle Bilder machen. Ich lade die Bilder natürlich auf, also alle, die wahrscheinlich ich nicht für Thumbnails und so weiter brauche, lade ich ins Forum auf zwergcube.de hoch von dieser Tour. Habe ich bei der letzten Tour schon gemacht. Das hat viele von euch ziemlich cool gefreut. Und deswegen werde ich das jetzt auch wahrscheinlich weiter betreiben.
So ist die Idee dahinter. Gucken wir mal. Der kommt gut, oder? Ja, der kommt richtig gut. Und ab dafür. Ah, da ist der Nebel, wo wir ihn wollen. Da ist er, links von uns. Schaut euch das Ding an. Voll das Ungetüm. Mega. Tagos umhauen lohnt sich, knalli, ja, aber es kommt halt immer drauf an, was du kannst, ne? Was du als Schiff hast. Weil Tagos sind natürlich übel. Jetzt könnte ich dich sehen. Ja, ich schau gleich. Ich muss nämlich gerade mal ganz kurz tanken. Dann können wir auch in der Zwischenzeit mal ganz kurz die Karte checken. Robert ist nämlich jetzt Hähnchen essen. So, wo seid ihr gerade, meine Lieben? Sind hier irgendwelche Freunde von euch hier am... Oh, warte mal kurz, das war falsch. Ich wollte eigentlich das hier. Am Rand der Galaxie? Nein, ne? Hier ein paar in der Bubble unterwegs? Bestimmt, oder? In der Bubble sind... Ah, da sind welche. Ich sehe euch doch. Da haben wir jemanden. Nee, nein, nein, nein. Ja, ich kann euch nicht anklicken. Da hinten haben wir noch Captain Suchti. Und hier ist auch jemand, aber da ist wahrscheinlich der... Das Sternensystem habe ich ausgeblendet. Deswegen ist das jetzt halt so. Wird wahrscheinlich Assassine sein, nehme ich an. Da, nee, machen wir nicht. Überhitzt es uns massiv. Ja, wir sehen ihn gleich voll. Hat schon was Beruhigendes, dir zuzusehen. Ich hampel doch hier so rum. Ja, ich mag... ganz ehrlich, meine Lieben, ich spiele Elite Dangerous unfassbar gerne nach einem stressigen Tag. Weil es mich einfach runterbringt. Weil das so entspannend ist. Ich finde das total zen-mäßig. Fliegst hier rum, chillst mal so ein bisschen deine Nuggets. Scannst Planeten. Voll geil. Irgendwie im Forum seinen Namen ändern. Boah. Ich weiß nicht, ob wir die Funktion drin haben. Das hat einen Hintergrund, damit keiner sich ständig namenstechnisch ändert. Du kannst ein Ticket schreiben, dass du deinen Namen bitte gerne in XY geändert haben willst. Dann schauen wir uns das an. Und dann kann sein, dass wir dem genehmigen... sozusagen. Kann man probieren. Aber das, wie gesagt, da muss, das darf dann auch nicht 100 Mal sein. Ja, also einmal Namen ändern, wenn mal irgendwas nach 100 Jahren Ewigkeiten oder weiß der Geil, du hast dir einen neuen Streamnamen überlegt oder wie auch immer. Ist okay, machen wir auch. Aber wenn du jetzt 5-mal die Woche ankommst und sagst, ich will unbedingt einen Namen geändert haben, weil der alte jetzt doch nicht mehr gefällt, dann klappt das nicht. Dann werden wir irgendwann sagen, nein. Weil sonst, wenn das jeder anfängt, dann haben wir irgendwann echt nichts mehr anderes zu tun, als Namen im Forum zu ändern. Ich bin ja froh, wenn ihr das Forum benutzt. Das muss ich dazu sagen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der im Forum unterwegs ist. Und der da gerne mitmacht und da Spaß dran hat, auch im Forum rumzudüsen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. So, mal ganz kurz gucken. Wir haben noch 3 Sprünge. 19.47 Uhr ist eine gute Sache. Das heißt, wir könnten das schaffen. Wer hat gedisliked? Naja, irgendeiner immer. Fress nix. Alles gut. Irgendeiner macht das immer, aber das ist okay. Ja, Refo, schreib das alles mal zusammen als Ticket im Forum und dann... überprüfen wir das mal. Ne? Und dann kann sein, dass du dich irgendwann immer anloggen kannst. Dann würde ich es mal probieren. Mit dem neuen Namen. Aber wenn dich irgendwann,
nicht mehr einloggen kannst mit deinen Daten, dann wirst du wahrscheinlich einen neuen Namen haben. Den du beantragt hast, da musst du es einfach ändern und alles gut. Okay, ist tatsächlich nichts. Boah, jetzt sind wir nah dran am Nebel, du. Ich kann hier nichts scannen. Ey, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Jetzt, ich habe doch 5 Himmelskörper entdeckt. Aber ich krieg in der Spektralanalyse nichts. What? Konzentrierte Signalquellen. Aber hier. Das ist irgendwie seltsam. Na gut, das Ding ist zu 100% gescannt, ja, aber. Schon komisch. Was, ich wünsche dir was. Ja, wie gesagt, mach dir keinen Stress. Wenn es zeitlich bei dir so passt, dann schreib gerne auch im Discord mal Hallöchen. Da freut sich ja auch alles, was da gerade unterwegs ist, weil dann findet jeder auch mal, kann auch jeder mal Hallo sagen und dann ist das voll in Ordnung. Wenn du mal keine Zeit hast, ey, dann ist es so. Das ist kein Aktivitätsmuss. Das nicht. Sondern wer Bock hat, wer Zeit hat, wer Lust hat. Die 5 Körper sind 5 Sterne, ja. Naja. Das ist natürlich blöd. Blöd. Komm, war das jetzt der letzte Jump? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Wir sind gerade in der Sprungreise. Und das ist die Zielsonne, meine Lieben. 17 Treffer. Wir sind im Nebel, meine Lieben. Da ist er. Wir sind quasi reingesprungen. Und schauen jetzt quasi aus dem Nebel raus. Das ist ziemlich geil. Nein. Nein. Echt jetzt? Really? Eine Wasserwelt? Und das hier ist eine erdähnliche Welt. Nice. 10.000 Lichtsekunden, die nehmen wir noch mit. Also die erdähnliche und die Wasserwelt, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die 10.000 sind es mir wert. Die 10.000 Lichtsekunden. Dann können wir noch mal ein bisschen nett schnacken auf dem Weg da raus. Das passt. Kurz auf Kahn, na klar. Du bist gerade extra mal aufs Open gewesen. Ach so, jetzt kann ich dich sehen. Wir sind jetzt hier im Nebel. Der nächste Weg wird uns hier rüberführen. Das ist die nächste Route. Da haben wir jetzt dann ungefähr die Hälfte geschafft und dann sind wir auch in der Nähe schon vom galaktischen Zentrum. Ah, da ist Assassine. Assassine, fliegst du direkt nach Colonia gerade? Ist dein. Von Maya aus, nehme ich an. Könnte das direkt nach Colonia gerade bei dir gehen? Ist das so? So. Ja, also ich muss sagen, mittlerweile, also gerade beim Exploring, bin ich eigentlich fast nur noch im Open unterwegs. Das hat den Hintergrund, dass ich mir sage: erstens, hier draußen ist kaum jemand. Also hier draußen mal einen anderen Spieler zu treffen, ist ja schon wirklich, wirklich, wirklich selten. Und wenn du da mal einen triffst, dann ist es meistens auch ein Explorer, ja, der hier gerade am Rumscannen ist. Und dann freut sich jeder, dass du einen anderen Typen getroffen hast und alle sagen, wey! Ja, und dann, naja, dann gehst du wieder. Sagst tschüss. So ist das. Ach, du bist noch auf dem Rückweg. Vom schwarzen Loch?
Ey, Assassine, da habe ich aber ganz, ganz schlechte Nachrichten für dich. Ich bin auf dem Weg zu einem Feld voll schwarzen Löcher. Ein Feld. Langgezogen mit vielen, vielen, vielen schwarzen Löchern. Da fliegen wir gerade hin. Und auf der anderen Seite von diesem Feld, also das ist so ein langgezogener Schlauch, lauter schwarze Löcher wie an der Perlenschnur. Und am Ende kommen Nicht-Hauptreihensterne. Und zwar auch eine riesen Blase aus Nicht-Hauptreihensternen. Das ist erstens ziemlich cool anzugucken, weil die nämlich extrem nice sind. Das sind teilweise richtig, richtig schöne Dinger dabei. Und, ja, die sind auch natürlich richtig, richtig gut bezahlt. Aber ein Feld voll schwarzer Löcher, muss ich dazu sagen. Wird extrem cool. Moritz, mach's gut. Will nur Geld für eine Anaconda. Ja, ich werde das wahrscheinlich, ich werde jetzt das Feld noch mitnehmen. Dann fliegen wir als nächsten Haltepunkt direkt nach Colonia. Wenn wir in Colonia ankommen, dann muss ich mal gucken. Dann werde ich mal schauen, was wir in Colonia machen können. Und von dort aus fliegen wir zur neuen Station nach Sagittarius A, also zum Zentrum unserer Galaxie. Da ist ja eine neue Station aufgemacht worden. Die würde ich mir gerne angucken. Und von Sagittarius A fliegen wir einen etwas weiteren Bogen Richtung Bubble zurück. Und wenn wir in der Bubble sind, dann kaufen wir uns auf jeden Fall auch wieder was Schönes ein. Also so ungefähr denke ich mir das. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Ich glaube, den kann man auch so ganz cool verfolgen. Wird uns wahrscheinlich noch ungefähr, wenn ich das jetzt wirklich nur streammäßig mache, ihr seht schon, wo jetzt diese 100 Sprünge letzten Endes hingeführt haben. Nächster Stream wären auch nochmal die gleiche Strecke, beziehungsweise ein Ticken mehr wahrscheinlich. Wenn man das so ein bisschen rechnet, dann bräuchten wir für die Gesamtstrecke noch ungefähr 20 Streams. Circa. 20 Streams, wenn ich gar nichts selber spiele. Ja, ungefähr. Circa. Na? Jetzt fällt wahrscheinlich der Wilder gerade vom Stuhl und sagt, 20 Streams, was? Nee, Lippo. Ja. Geht gerade von Sagittarius nach Beagle Point. Ja, Beagle Point. Mega nice. Beagle Point würde ich mir auch gerne angucken. Aber Beagle Point würde ich gerne mit einer sehr, sehr hübsch gefitteten Anaconda machen. Ich will eine Jumperconda zusammenbauen. Und dann fliege ich mit der Jumperconda nach Sagittarius. Und von Sagittarius, oder vielleicht mache ich... Ich wollte mal auch eine kleine Short-Series produzieren. Also so eine, wie soll ich sagen, so eine Art... Ja, ich verrate da noch nicht viel. Eine Short-Series halt einfach. Ja, und das würde ich gerne produzieren. Aber das würde ich gerne halt eben so ein bisschen immer Stück für Stück machen und dabei halt mal gucken. Komm schon. Ja, nicht ganz perfekt. Könnte aber gut aussehen. Sieht gut aus. Lass mal gucken, wir haben hier doch noch was. Ich sitze noch. Okay, Bilder, gut. Schon Angst gekriegt. Das ist die Wasserwelt, ne? Wie weit ist denn die von hier entfernt? Echt? Die ist so nah dran? Ach, warte mal. Moment. Also ganz ehrlich, du findest mal eine... Ach, Moment, ich muss mal ganz kurz... erstmal Licht ausschalten, weil das nervt mich nämlich gerade. Und dann muss ich den Scanner ausschalten. Genau, und dann kann ich das nämlich machen. Weil das auch extrem nice aussieht. Ja, das sieht richtig cool aus so. So. Die Wasserwelt nehmen wir jetzt noch mit. Die darf es noch sein. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Ja, klar, eine Wasserwelt so. To go. Gut.
denn da die Sonne? Ich sehe die gar nicht. Schaut auf jeden Fall mega geil aus. Boah, episch! Mega! Gott. Lichtjahre Umweg waren es mehr als wert. Ja, na klar. Also, ne? Es gibt so Sachen, die lohnen sich einfach mitzunehmen. Auch in Elite, ganz klar. Ja. Ich würde auch für einen besonderen Stern, der jetzt hier auf dem Weg wäre, würde ich auch nochmal einen Umweg fliegen. Aber das Problem ist, ich habe eine andere Zielsetzung für diese Reise. Eigentlich war diese Reise als Antriebstest für meinen vom Engineer umgebauten Antrieb gedacht. Und ich wollte gar nicht so weit raus. Ich wollte vielleicht so 300-400 Lichtjahre raus. Jetzt bin ich ungefähr 12.000 weg. Hat also nicht ganz funktioniert von der Grundplanung. Ja? Dafür hat aber was anderes toll funktioniert. Und zwar, wir machen jetzt mal eine Reise, die ich eigentlich schon die ganze Zeit vorhatte. Ich wollte bloß eigentlich die ASP Explorer auf 50 Lichtjahre hochtrimmen, bevor wir unsere Reise unternehmen. Das hat jetzt auch nicht funktioniert, wir schaffen nur 30, aber wir sind dafür schon ziemlich weit halt gekommen, ne? Und deswegen, ich würde das gerne noch einfach noch weiter so machen und weiter verbinden soweit, dass wir halt auch irgendwo ankommen. Wir haben keine Not, Robot hat uns vorhin wieder flott gemacht, hat unsere Hülle repariert, das ist also insofern alles gut gewesen. Das heißt, ich sehe jetzt eigentlich keine große Notwendigkeit, dass wir jetzt hier Mörder weißer Geier was machen. Wir müssen jetzt nicht abbrechen, umdrehen oder sonst was. Wir sind eh schon auf dem... wäre jetzt auch fatal umzudrehen, weil wir sind wahrscheinlich näher an Colonia dran als an der Erde. Also von daher muss ich sagen, würde es sich jetzt auch gar nicht mehr lohnen, umzukehren. Von daher machen wir das jetzt einfach weiter. Ja, na klar. Also ich meine, ich habe jetzt auch einige Wasserwelten als erster schon kartografiert. Das geht dann irgendwann. Irgendwann geht es auch gar nicht mehr ums Geld. Irgendwann geht es nur noch darum, was als Erster zu entdecken. Die Jagd nach dem Ersten, ja. Das ist, glaube ich, später, wenn du alle Schiffe hast, die dich interessieren, wenn du alles hast, worauf du Bock hast, dann, glaube ich, geht es auch nur noch darum. Ja. Also ich persönlich mag das eher so. Für mich ist das wirklich so, wenn ich jetzt die Anaconda noch habe, dann habe ich das Schiff, was ich die ganze Zeit schon haben wollte, von vornherein. In Colonia gibt es jetzt auch Ingenieure. Echt? Okay. Ziemlich cool. Oh, der saß gut. Der saß gut. Jawohl. So, meine Lieben. Die Wasserwelt fotografieren wir noch. Weil ich einfach eine Wasserwelt fotografieren will. Sag mal, was ist denn das eigentlich? Ach, das ist unsere das sind Metallplatten hier und die sind schon ein bisschen kaputt, beschädigt oder sowas. Ja, tatsächlich. Schaut so ein bisschen angegammelt aus. Geil, mein Schiff ist angegammelt. Yay. Okay, meine Lieben. Ich würde vorschlagen, ich werde jetzt hier ausloggen, zurück zum Desktop.